Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute will ich euch mal zeigen, wie mein Huawei P20 Lite aussieht nach einem Tag. Also ja, übrigens habe auch eine neue Android-Version drauf. Ich habe das Android-Update tatsächlich gemacht und das wäre auch ein paar Neuerungen. Jetzt nicht alle kennen die Huawei eigentlich und ich finde sie zwar schön, aber ich setze mich mit diesen Extra-Funktionen nicht auseinander, wenn man so schön sagt. Und ja. Ja, wir scrollen mal und ihr seht hier, ich habe immer noch ein paar kleine Apps. Es sind doch nur ein paar Apps, also nur ein paar kleine Apps. So, ich habe auch meine SD-Karte als Speicherort gemacht, ja alles. Jetzt habe ich 100 GB Speicher intern und quasi bei der SD-Karte ist jetzt mein interner Speicher und 50 GB, der wird als externer Speicher benutzt, der interne. So, jetzt sind hier. Wir haben hier ein paar kleine Apps und ja. Dann hier in die. Wir ziehen mal die Leiste runter. Dann sieht man hier auch. Oh, warte weg. So sieht man hier auch. So. Neuerung bis ins Feinste. Die Leiste ist etwas dicker geworden. Nicht mal schwarz, sondern weiß. Und das gefällt mir irgendwie auch ein bisschen besser. Wäre aber cool, wenn man die auch auf schwarz wieder umstellen könnte, weil ich eigentlich beides mag. So, NFC, Noble-Share, Autoschnellzoom, da ist jetzt nichts noch zuzukommen. Wisst ihr, warum man den Huawei Bildschirmrekorder nur intern auch nehmen und nicht extern? Weil die Soundqualität dann schlechter ist, als das Handy eigentlich kann. So, gehen wir hier in die Einstellungen. Und da sind wir über das System, über das Telefon, dann haben wir hier Android 9. Dann sind wir bei Software-Aktualisierung. Aktuelle Version IMUI 9.1.0. Ich rief mal später dann am Computer, ob es noch einen neueren Sicherheitspatch gibt, weil ich will auch mal einen Sicherheitspatch jetzt zeigen. Wo ich das Android 9 Update hatte, kam am Computer 3 bis 4 bis 5 Updates hinterher, bis ich aktuell war. So viele Updates musste der arme anonym Unbekannte machen. Eine Runde Mitleid, Spaß. Ich brauche kein Mitleid. So. Wir sind hier, Sicherheitspatch Level 1. Oktober 2021. Vielleicht gibt es noch mehr. Huawei-ID anmelden. Also, Huawei-ID anmelden, das werde ich vielleicht mal irgendwann machen. So, Töne. Ja. Und bei Android 9 ist beim Bildschirmrekorder was Neues dazugekommen. Also, wenn man jetzt auch, dann kann man oben zwischen extern und intern wechseln während der Aufnahme. Glaube ich, ja. Muss ich mal testen. Ich glaube, das geht tatsächlich wirklich. Und zwar, ich finde das auch geil irgendwie bei Android 9, wenn man hier auf die Home-Taste drückt, kommen diese vier Farben. Das ist zwar der Sinn, wenn man länger drückt, das Google, das ist, glaube ich, auch immer cool, wenn man die Home-Taste kurz drückt, dass halt die vier Farben blinken, das ist halt, sieht voll nice aus. So, also, ja, meine kleinen Apps. Testen wir mal wieder die Performance. Alles ruckelt mal wieder. Gehen wir unter Apps, gehen wir unter Startbildschirm. Startbildschirmstil. Ah, nee, lassen wir es leer, sonst muss ich alles hier neu anordnen. Okay, das Programm zu testen. Wenn man schnell drückt, dann beginnt es zu ruckeln. Aber egal, so. Das war's in meinem Video. Bye, Leute.